Aynı kumaş mı? Bu senin herhalde kedi tüylü. Bunlar çok güzel. Ich würde mich ja schon als Gourmet bezeichnen und ich glaube, ich würde schon den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Essen irgendwie qualitativ schmecken können, würde ich jetzt mal behaupten. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir doch mal einfach den Taste-Test. Ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt hier vor mir liegt. Ich habe jetzt hier zwei Varianten, zum Beispiel an Schokolade da. Eins ist eine teure Version, eins ist eine Billig-Version und die Frage ist, ob ich das Ganze jetzt rausschmecken kann, welches teuer und welches günstig ist. Und ich würde sagen, lass uns starten. Okay, ich darf die Schokolade nicht umdrehen. Die Konsistenz ist so nicht wie Schokolade. Also, da würde ich jetzt schon sagen, ohne das andere getestet zu haben, dass das die billige Version ist. Ich liebe Bitterschokolade. Wenn ich so Gelüste kriege, dann greife ich direkt zur Bitterschokolade und das macht direkt so Cut. Okay, ich würde sagen, dass das die teure Version ist und das die Billigversion. Nein. Ich bin gerade im Schock, Jane. 50 Lira, 9 Lira. Okay, ich glaube tatsächlich, dass es jetzt so ist, teuer ist nicht jetzt unbedingt immer gut. Also das hat mir überhaupt gar nicht geschmeckt. Das hat mir tatsächlich besser geschmeckt. Ob jetzt hier im Inhalt ein bisschen was anders ist, weiß ich jetzt nicht. Aber die liebe ich total. Also wenn ihr mal in die Türkei kommt, dann kauft euch nicht das, sondern lieber das. Mag ich gar nicht. Tortilla. Jetzt liege ich wahrscheinlich wieder falsch, Leute, ey. Ich würde sagen, das ist teuer, das ist billig. Also mir hat definitiv diese Version besser gefallen. Ich esse generell keine Chips, also ich greife da eher so zu Erbsenchips und sowas zurück oder Popcornchips. Aber das, Leute, guckt doch mal. Lecker. So, ich möchte aber jetzt noch mal kurz was sagen. Und zwar habe ich ja gerade gesagt, teuer versus billig. Der Kurs hier aktuell in der Türkei ist einfach so krass. 1 Euro sind momentan 18 Lira. Fühlen sich hier aktuell an wie 18 Euro. Das heißt, tatsächlich bin ich dann auch so, ich greife nicht immer zu den teuren Sachen. Und vielleicht bin ich, wie gesagt, tatsächlich einfach nur das Günstigere gewohnt. Okay, zwei T-Shirts und die haben jetzt hier einfach die Marken abgeklebt. Und ich soll jetzt sagen, welches das teurer ist. Ja, das fühlt sich hier ein bisschen dicker an, hat aber nichts zu sagen. Okay, das ist hier schon, also ich würde sagen, von dem Stoff her würde ich sagen, dass das das Teure ist und das das Günstige. Nein. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Gant. Das ist ein Gant-T-Shirt. Okay, aber es ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter und das ist ein Sada-T-Shirt. Okay. Ich würde jetzt sagen, Sada, Kleidung, ja, geil, mag ich auch sehr, sehr gerne. Von Gant hatte ich bis heute jetzt keine Kleidung, aber bin ehrlich gesagt jetzt nicht der Typ. Ein Lelün-Shirt würde ich sofort erkennen an dem Stoff, weil es ist einfach so, so super weich. Es ist keine Lelün-Werbung hier, aber nee, da bin ich einfach raus. Tatsächlich, sorry, aber krass. Okay, ich würde jetzt hier einmal pumpen. Wahrscheinlich liege ich hier auch wieder falsch. Leute, ich glaube, ich lade das Video nie hoch. Unveröffentlichte Videos. Das riecht nach gar nichts. Das riecht ein bisschen nach was anderem. Die Körner sind hier feiner. Und hier gröber. Ich persönlich benutze gar keine Körnerpeelings mehr, setze da komplett auf chemisch. Deswegen, ja, ich liege jetzt wahrscheinlich gleich schon wieder falsch. Aber jetzt vom Duft zu beurteilen, ihr wisst, Duftstoffe und so sind jetzt nicht gerade erwünscht in Kosmetika. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass das das Teure ist und das das Günstigere. Richtig. Oh. Finally. What is this? Yves Rocher? Yves Rocher. Leute, ich hab's krass.
Klinik. Okay, also das hat man tatsächlich gemerkt und da würde ich mich jetzt auch als Kosmetikspezialist. Ja, danke schön. Okay, Mineralwasser. Ja, ich sehe jetzt schon hier direkt, dass das ein bisschen mehr Sprudel hat als das. Aber Mineralwasser trinke ich sehr, sehr gerne, aber wird in der Türkei nicht so oft getrunken wie in Deutschland, ehrlich gesagt. Das trinken wir hier, ehrlich gesagt, nur nach dem Essen, um das Ganze zu verdauen angeblich. Also, ich würde sagen, also ich glaube, dass das Teurere ist, weil ich diesen Geschmack hier irgendwie schon kenne. Und das hat zwar mehr Sprudel und schmeckt auch reichhaltiger, aber ich würde sagen, dass das die teurere Version ist. Ja, ja, richtig. Richtig? Okay. Das ist einmal das und das ist das. Also das schmeckt mir besser, auch das ist teurer. Boah, Leute, Mineralwasser trinken ist hier Luxus. Also eine Flasche 30 Lira. Das ist schon eine Menge. Und hier weiß ich jetzt nicht, was das kostet. Das hat 330 Milliliter. Der Preis steht hier. Aber das bin ich eher gewohnt und schmeckt mir tatsächlich besser. Ja, das sind hier diese Rollen. Lecker, lecker, lecker. Ja, ihr seht hier auch schon so ein bisschen den Unterschied. Ich würde tatsächlich sagen, dass das hier mehr Schokoladenanteil hat, aber diese Schokolade hier ein bisschen heller ist. Sowas kaufe ich generell nie. Essen wir auch nicht, konsumieren wir definitiv nicht. Ich probiere es aber trotzdem. Mhm. Mhm. Lecker. Und ich probiere jetzt das nochmal. Soll ich euch was sagen? Ich habe das Gefühl, dass bei den billigeren Versionen, wo ich jetzt denke, dass das die billigere Version ist, dass da einfach viel mehr Geschmacksverstärker und Zucker drin sind, denke ich jetzt so. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass das die Billigversion ist und das die teure Version, aufgrund dessen, weil mir das nicht schmeckt und das eher. Also das schmeckt richtig geil. Und ich glaube, hier sind mehr so Geschmacksverstärker und Zucker und so drin. Deswegen, ja, würde ich jetzt sagen, dass das die teure Version und das die Billigversion ist. Die schmecken richtig, richtig lecker. Welche Marke ist das? Also die haben definitiv kein Crisp. Wer auf der Suche nach Crisp ist, sollte definitiv nach diesen hier Ausschau halten. Also die sind richtig, richtig lecker. Solltet ihr euch unbedingt mal anschauen, wenn ihr das nächste Mal hier bei uns zu Besuch seid. Na, ich glaube, das kann ja nicht so schwer sein. Ich glaube, da sieht man ja schon an den Behältnissen, dass das hier die Billigversion ist und das die teure Version ist, würde ich jetzt sagen. Also, beide riechen richtig, richtig gut. Also jetzt nur vom Geruchstest kann man das natürlich jetzt, würde ich sagen, echt nicht unterscheiden. Leute, die machen echt schon geile Imitate, ne? Ich beschränke mich jetzt komplett nur auf das Flakon. Und von dem Flakon her würde ich sagen, dass das definitiv hochwertiger aussieht. Deswegen würde ich sagen, teuer, billig und das. Richtig. Pedro del Hierro. Noch nie was von gehört. 1000 Lira? Boah. Okay, das heißt No Name. Okay. Ich hatte mich tatsächlich so, ich dachte, ich kenne mich da aus und muss jetzt sagen, dass ich mich echt heftig geirrt habe. Ja, mir ist das Video jetzt auch schon ein bisschen peinlich. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem mit mir gemeinsam Spaß. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.